Schade. So, Ich sehe. Mal Licht machen. Warte mal, Licht. Oh ja. Schade. Ach, Kinders. Es sind wieder spannend. Ich muss mal jetzt kurz was trinken. Die. Ja, sehr, sehr spannend, ne? Was denn los? Die Nacht ist immer spannend. Ja, naja. Ich finde schade, dass man nicht mit der einen Hand die Fackel halten kann und mit der anderen irgendwie was machen. Ah, hier, repariert. Geht das? Kann ich? So, ah. Lalalalala, lalalalala, seh mich an, wie ich schaufeln kann. Das mach ich wunderbar, immer wieder aufs Neue. Hast du noch ein bisschen Holz oder so? Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein paar Holzblöcke. Ich hab nämlich keins mehr. Nee, leider nicht. Du musst auch den Boden halt rausruppen, ja? Denk dran. Damit dort Blöcke rein können. Wie hinter dir jetzt. So tief muss es sein. Okay. Ich möchte aber fein. Ach, Kinderarbeit, ist das schön. Ach ja, Teilzeitarbeit. Nicht mal Rohstoffe bekommt man hier. Warum nicht? Im Tippi, da macht der wo wie Pippi, wie lalala, viel lalala, wo bereit, das bedeutet Nachtarbeit. Ah, ist jetzt schön. Warte mal, ich habe jetzt völlig die, warte mal. Bin ich überhaupt noch, ist das hier noch so okay? Ja, ne? Oder? Ja, du bist ein bisschen abgedriftet. Aber ist ja nicht schlimm, du kannst ja jetzt auch mal nach rechts bauen, wenn du magst. Ist mir das hier noch weg? Ja, wenn's. Hast du keine Schaufel mehr? Doch, warte. Ah! Meine rechte Hand ist ein bisschen eingeschlafen, deswegen ist sie jetzt nicht mehr ganz so. So. Ich mach dir mal hier so ein bisschen Licht. Damit du auch wärmer ist, weißt du. Das ist sehr nett von dir. Ah, so bin ich. So bin ich, du. So bin ich. Aber hättest du nicht schon früher sein können? So. Na, was ist hier los? So. Wie sieht's aus? Was sagst du? Ja, soweit ganz gut. Oh, jetzt sind sie wieder kaputt. Wäre schön, wenn du hier lang bauen könntest, warte. Bist du jetzt ganz kaputt? Ja. Nee, warte. Kann ich also doch noch reparieren. Okay, das schon. Wenn, nochmal, sag mal. Was? Guck mal, wäre schön, wenn du genau da lang bauen könntest. Du gehst so ein bisschen schräg. Weißt du, was ich meine? Hier in diese Richtung sollte ich jetzt, oder? Genau, geradezu. Okay. Du musst nämlich da lang, ist aber nicht richtig, weil da, wir haben ja nur eckige Blöcke, weißt du? Also nicht nur, aber wäre besser, wenn es dort lang ginge. Na gut. So. Ja, willkommen bei Maulwurf Simulator. Maulwurf, yeah! I Am Bread wollte ich auch mal gerne spielen, beziehungsweise hier dieses Lama-Spiel. Lama-Spiel? Lama. Lama, achso, okay. Was ist das denn? Naja, das hüpft. Das kann springen, oder war das eine Ziege? Ich glaube, war sogar eine Ziege. Oder meinst du den Goat-Simulator? Goat-Simulator, genau. Ah, genau, okay. Genau. Achso, ja. Ja, das ist auch witzig, ja. Ike ja sogar auf dem Rechner.
Ja, ich würde ja Blöcke machen, aber ich habe leider kein Holz mehr. Los, geh raus. Was bin ich jetzt? Bin aufgestiegen. Level up, yeah! Level up! Yeah. Level 3! Bup, bup. Oh Mann, ich sehe gar nichts. Dass die Fackel aber auch immer noch fackelt, wa? Kann ich das nicht hier ranhauen? Doch, so, ne? Jetzt ist die Fackel dran. Okay. So. Sollen wir mal gucken. Ich glaube hier noch, ne? Oder? Kennst du eigentlich noch das Spiel Myst? Ja. Weißt du, was mir mal aufgefallen ist anhand der Verpackung, dass Ubisoft, also dass auf dieser Verpackung noch das alte Logo von Ubisoft dran ist? Bei von Myst? Ja. Okay. Das ist noch ein ganz altes Logo von denen. Hast du das gerade bei dir parat oder wie? Ja, ich hab's hier liegen. Ah. Da gibt's ja jetzt auch bei Steam, ne, eine ganz neue Version von Myst, und dann gibt's auch von den alten Varianten verschiedene Varianten irgendwie, die das auch von, die so privat, glaube ich, gemacht worden sind. Ja gut, aber die müssen ja dann auch kompatibel mit deinem Betriebssystem sein, weil Myst wurde ja da zu einer Zeit erfunden, als gerade mal Windows 95, 98 und höchstens XP konnte das noch wiedergeben. Ja. Ich hatte Myst 1 gespielt und weiß gar nicht, Myst 2. Jedenfalls gab es dann einen Myst-Teil, der nannte sich Riven. Den hatte ich für die PlayStation 1 gehabt. Fand das schon sehr cool, diese Rätsel. Na, die Grafik ist ja scheiße, aber für damalige Verhältnisse total geil gewesen. Ja. Draußen ist alles neblig. Ah ja. Mhm. Schön. So, nö. Oh, warte. Bin ich jetzt? Alter, mit dem Tunnel finde ich cool irgendwie. Ja. Wir bauen den Tunnel, um die Bundeslade zu verstecken. Ja. Wahrscheinlich. So. Ja, man kann immer so wenig machen irgendwie in der Nacht, wa? Wir haben aber, wie gesagt, noch ein paar Quests offen, die können wir eigentlich auch mal nachgehen. Ja, welche wollen wir denn mal als erstes? Ich glaube, deins ist näher zumindest, weil bei mir auf dem Kompass ist die Stelle, wo der Schatz sein soll, ziemlich klein markiert. Na, ich habe Reise zur Siedlung als Quest und finde Trader. Ah, okay. Also mit Trader hört sich interessant an, finde ich. Ja, ich weiß nicht, wer Trader ist, ehrlich gesagt, aber naja, gut. Das finden wir vielleicht noch heraus. Holzschreibtisch. Du wirst wieder ein bisschen schief, ist dir klar? Warte mal, jetzt muss ich glaube ich mal... Oh, Nahrung habe ich jetzt nur noch 7%, Wasser habe ich nur noch 3. Warte mal, ich trinke ja nächste. Du hältst das auch ein bisschen aus, wenn die Nahrung bei 0 ist. Ja, aber ich trinke erstmal hier was. So. So, warte mal, ich bin schief. Bin schief gewickelt. Wahrscheinlich, ja. Als kleines Baby wurdest du schief gewickelt. Ja, und seitdem geht das halt nicht mehr gerade. Ja. Nee. Toll, ey. Diese Schaufel. Ja, immer wieder. Aber ich glaube, umso besser du wirst im Level her, umso besser oder umso langsamer musst du erst upgraden. Beziehungsweise kannst sehr oft upgraden dann. Hm. Ah, hier bei der Schaufel ist ja auch eine Zahl.
Und eben vor der Reparatur stand da noch 22. Jetzt steht 21. Man kann die, glaube ich, jetzt noch 21 Mal reparieren. Richtig. Okay. Aber kann das sein, umso öfter man die repariert, desto schneller geht sie auch mit der Zeit kaputt? Das kann sein, das weiß ich nicht. Das kann sein. Es wird im Übrigen draußen wieder heller. Ich habe ehrlich gesagt nur vor dem Blood Moon ein wenig Angst. Oh. Kennst du überhaupt dieses Spiel Blood Moon auch? Das ist sowas ähnlich so ein Slenderman-Spielmäßiges. Oh, Slenderman könnte man auch mal wieder spielen. So, wenn es hell ist, dann können wir mal draußen, also wenigstens mal Bäume fällen oder so. Na, es geht langsam, ja. Es wird langsam heller. Der Tag bricht an. Hey. Du siehst aber auch echt fies aus, ey, du. Ja? Okay. Ja. Ja. Und trotzdem hauen die Zombies nicht ab. Naja. So, ich besorge wenigstens mal ein bisschen nur Holz, wenn ich schon keine Nahrung beschaffen kann. Holz kriege ich hin. Werde ich verfolgt gerade? Hört sich so an. Nee, ich war es nur. Ich bin gerade an dir vorbeigegangen. So. Ach ja, dann bauen wir mal wieder ein wenig Hölzchen ab. Oh, doch, der gibt ordentlich Holz, dieser Baum. Kann man eigentlich eine Angel machen? Ich weiß es gar nicht. Probier mal. Alter, da brauchen wir bestimmt irgendwie so Faden, aber das könnte man vielleicht aus Kotten machen oder so. Oder aus deinen Schamhaaren, man weiß es nicht. Ja, die habe ich auch schon lange nicht mehr. Ja, yeah, Level 4 bei Baumwerkzeuge fertigen. Ja. Yeah. So, ich glaube. So, langsam bekomme ich, glaube ich, wieder. Aber kann man nicht auch Baumrinde essen? Oh, lecker. Am besten noch mit Pilzen dran, wa? Genau, und Moos. Macht sowieso mal den Geschmack ein bisschen besser. Ja. Ach, lecker. Wäre doch herrlich. Ich aber hab es nur lauter Federn in den Nestern. Aber es müsste doch in den Bäumen auch Holzwürmer geben oder so, die man so rauslutschen könnte. Was, du willst lutschen? Ja, so Holzwürmer. Du willst Holzwürmer lutschen. Deine Fertigkeit Athletik ist jetzt auf Level. Was war das, 17? Wow. Achtung, Baum fällt. Ist gefallen. So, wie viel Holz hat das jetzt gebracht insgesamt? Oh, 103. Das soll doch erstmal reichen, ne? Ja, also wir kommen mit Holz auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. So, willst du das denn haben, das Holz? Weil nee, nee, ich habe ja mein eigenes. Dankeschön. Dann könnte ich das ja für Zaun. Ich kann ja da Zaun machen, ne? Naja, Holzzaun. Ich weiß nicht, ob der so gut hält, aber letzten Endes wirst du ihn wahrscheinlich auch auf Eisen upgraden können, oder? Ja, bestimmt dann auch, ja. Werde ich jetzt zum Zaunkönig. So, wie viel kann ich da jetzt machen, Freund? Oh, doch einige, ne? Das brauchen wir. Ich mach mal 20 schon mal. Kommen wir es nur dahin. Das geht ja flott. Also Zaun geht recht schnell in der Fertigstellung. Also ja, aber der wird dann wahrscheinlich auch dementsprechend halten. Das ist so meine Befürchtung. Ja, wo Baum fangen wir denn mal an, den hinzusetzen? Direkt einmal ums Haus so, ne? So früh. Ich würde sagen, ja. Hm. Fangen wir hier so an. Da ist ja auch voll hoch der Zaun. Ah, aber das ist ja Mist jetzt. Ach so.
Ah, was mein. Das ist ja. Das ist ja nicht. So. So, oder? Holz. Oh, Holzklotz kann man sogar machen. Ist auch interessant, okay? Vielleicht ist so, mal fertigstellen. Gucken, wie man das hier alles macht. Hä? Nein, jetzt bin ich wieder in diese Falle getappt. Warum geht denn das hier? Hä? So. So? Nee, ah, ist auch wieder. Irgendwie. Kriege ich es noch nicht so. Ah, was? So, ne? Na? Machen wir noch mal ein paar Klötzchen hier. Ah, ah. So. Lalalala. Und was machst du so gerade da hinten? Versuche irgendwie hier mit den Zaun klar zu kommen, aber irgendwie. Aber irgendwie geht das nicht so ganz, wa? Mit der Steuerung muss ich erstmal ein bisschen klarkommen, aber ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. So. Vielleicht dann. So. So. Machen wir das, wollen wir das so machen? Könnte man das so vielleicht machen? So, oder? Okay, ich brauche mehr Zaun. Eindeutig mehr Zaun. Ja, und ich brauche mehr Blöcke. Mal wieder. So, ich habe noch 40 Holz. So. Aber es ist echt ein sehr dünner Zaun, also ich glaube. Na, wirklich halten wird er nicht, wa? Nee. Naja. Der Wille ist da. Genau. Jetzt ist schon wieder meine Schaufel kaputt hier. Meine Güte. So, reparieren wir mal.
So, da sind wir wieder zurück, denn ich hatte eben gerade Probleme. Irgendwie ist bei mir, weil ich glaube, ich jetzt gegen mein Mikrofon gekommen bin, Audacity abgestürzt und auch irgendwie komischerweise auch Fraps noch abgestürzt. Deswegen mussten wir einmal kurz schnell raus und weil eben kam auch noch eine Zombie-Horde und da musst du halt den Server erstmal beenden, bevor wir da jetzt, während ich das ja am wieder hinbiegen bin, nicht hier angegriffen werden und so, ne? Ja, und komischerweise ist jetzt alles irgendwie weg. Also alle Zombies sind spurlos verschwunden. Man weiß es nicht, auf Shutter Island vielleicht oder so. Vielleicht war es auch eine Zombie-Fata Morgana. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Weil irgendwann können die Sinne ja einen Streich spielen, vor allem wenn man infiziert ist und Hunger hat und so, dann sieht man schon Sachen, die es vielleicht gar nicht in Wirklichkeit da sind. Das so. Kann sein, ja. So. So, ich mach mal noch ein paar Zäune. So. Okay, mal sehen, ob das vielleicht sogar schon reicht. Fällst du gerade noch Bäume oder was machst du da? Ja, ich brauchte noch ein bisschen Holz. Mein Kurs. Ah, ich wollte ja mal wissen, ob man eine Angel auch machen kann, ne? Ja, ich habe schon geschaut. Also ich habe ich habe soweit erstmal keine gefunden. Ich habe jetzt auch nur das deutsche Wort eingegeben. Aber Angel ist, glaube ich, wird auch im Englischen mal nicht so geschrieben, aber ich weiß das nicht genau. Ich weiß es nicht. Nee, Angel ist ja Angel. Nee, Quatsch. Angel müsste anders irgendwie heißen. Keine Ahnung. Huch. Na? Hallo? So, irgendwie ist die Kerze verschwunden, wohin auch immer. Ach, da unten ist er, okay. Ich hab mir selber aufgespießt, dem vor Angst. Dein Konstrukt hier mit dem Zaun sieht auch sehr interessant aus. Der sah aber wirklich sehr dünn, wa? Ja. Deine Textur, ey. Ja. Können wir auch Papier nehmen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ach, schön. Kann man da noch einen draufsetzen? Nee, ja. Na doch, nur wenn man selber noch ein bisschen höher stehen würde. Aber ich glaube, das reicht so. Weiß ich, vielleicht hier auch noch hier davor? Glaube ich. Ich brauche auf jeden Fall Holz. Ich glaube, ich habe ein Wildschwein gehört. Ich bin mir unsicher. Ja? Ah. Ich glaube, ich weiß es nicht. Mir war irgendwie so, oh. Schaufel, Axt mal wieder kaputt. So. So. Wieder kann ich nicht. Warum kann ich jetzt denn keinen Zaun? Hier geht's. Hier wieder nicht. Ach, schön. Na, ich glaube, es reicht auch hier, oder? Es sollte trotzdem. Nee, Mist. Jetzt habe ich wieder Mist gemacht. Ich finde es aber gut, dass wir auf jeden Fall die Zombie-Seite runtergestellt haben und so. Also, wir können jetzt auch ein bisschen mehr craften und so, weißt du? Ein bisschen entspannter auf jeden Fall. Ja, wir sind ja jetzt schon viel weitergekommen. Also, das letzte Mal, das ging ja eben gar nicht. Das war doof, ja. Ah, jetzt. Ach, jetzt ging es eben. Das ist jetzt hier die richtige Stelle. Wie geht denn das denn nicht? Da ist doch nichts im Weg. Verstehe ich manchmal nicht. Man könnte nur vielleicht mal von der anderen Seite mal probieren. So. So. Ich kriege auch langsam immer mehr Hunger. So. Ah, hallo? She is my color. Du. So, ich glaube, da
Okay. Deine hört sich immer so ängstlich an, irgendwie, finde ich. Wer, ich? Ja. Wenn sie so Geräusche von sich gibt, das hört sich immer so ängstlich an. Okay. Ja. Wie? Ah, doch, jetzt. Oh, verrottetes Fleisch habe ich sogar. Ist auch interessant. So. Na? Ich glaube, es ist schon mal. Es ist nur von der Seite verdichten. Ich verdichte nur da, wo es zu uns nach oben geht, ne? Also, jetzt nicht, also nicht komplett, nur nicht um das ganze Haus. Da können wir vielleicht einen besseren Zaun noch irgendwann mal machen. Aber ein Verdichter ist doch besser als ein Dichter, oder? Warum dachte ich mir, dass jetzt so ein Witz kommt? So. Na? Ah, schon wieder Schrott. Oh, da hinten ist Schnee. Ist ja, sehe ich auch zum ersten Mal gerade. Ist auch cool. Kann man bestimmt auch zum abkochen, ne? Schnee, bestimmt. Ja, aber dann nur gelben. Ja, dann hast du wieder gelben Tee dann, ne? Quasi. Wird auch gerade sehr grau, finde ich. Genau. Komm, ist der Grey Grey. So. Du musst aufpassen, ich habe unten wieder Fallen hingestellt, beziehungsweise so eine Sperre. Aber auch da kannst du durch, ja, wenn du dich gescheit anstellst. Alles klar. Ja. Nicht, dass du dich da erschreckst oder so. So. Kann es sein, dass die Stühle, kommen die irgendwie immer wieder, oder? Was für Stühle? Oben, meinst du? Ja, hier stehen immer mal Stühle rum. Ich dachte, ich hätte schon längst alle Stühle mal zerkleinert, aber... Man weiß es nicht. So, okay, dann... ja. Machen wir nochmal ein paar Zäunchen. Ne? Was habe ich da dann? Kantenwasser. Ah. 33, aufgefüllt, cool. Verrottetes Fleisch. Warte mal. Ja. Geht das hier nicht dran? Aber das hier mit dem Bauen ist auch manchmal echt so ein bisschen tricky. Ja. Na, das sah doch gut aus eben. Warum denn da ist er nicht? So Millimeterarbeit. Der Schneeberg ist mir da hinten aber noch nie aufgefallen. Hm. Ah, was? Ah, jetzt bin ich da sehr... Ah, bin... Muss aufpassen. Ach, Mann. Ja, komm, das muss auch so reichen. Schwere, oder was? Ja, weil ich rückwärts gelaufen bin, weil ich musste hier... Na ja, gut. Ich glaube, das müsste so gehen. Hier kommen die nicht durch, oder? Nein!
Ah, shit. Shit happens. Hier können die doch. Ah, nee, Zombies, die springen ja im Normalfall nicht, ne? Im normalen Fall nicht, nee. So. Da 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 da. La 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 la. So. Viel mehr Holz habe ich leider auch nicht mehr. Ja. Die Mägen sind am Knurren. Ja, bei dir auch, wa? Ich glaube, ja. Ich habe ja auch nicht mehr viel, ne? Moment. Ich habe jetzt noch... Oh, 0%, doch so viel. Na dann. Da will ich aufpassen, ja. Ja, aber ich habe ja nichts, ne? Ja, das ist echt wenig mit Nahrung. Also das finde ich, das Balancing von der Nahrung ist hier echt sehr mies. Ja, man muss hier echt aufpassen. Also wenn man sich wenigstens einen Angel machen könnte, weißt du, damit du halt auch wirklich angeln kannst, ey. Ja, eben. Und auch viel zu wenig Bären und so. Ist doch echt... Ich mein, die Zombies, die müssen ja anscheinend ja nichts essen, aber... Nee, Zombies haben ja nicht das Problem wie wir. Wo kommt man jetzt hier raus? Du kommst dann raus, warte. Das ist eine Stachel? Ah, hier. Nee, oder? Ja, genau, dazwischen. Ah. Okay, gut. Ja, ist ein bisschen blöd gemacht, aber es nee, ist schon, auf jeden Fall, ja, weißt du? Ja. Nee, ist nicht blöd gemacht, ist ja gut. So. Komm. Da ist ja die Chance größer, dass sie reinlaufen. Achso, wenn ich hier mich ducke, komme ich da durch. Das ist ja. Kann ich das dann von der Seite? Na gut, wollen wir dann langsam mal die Aufnahme beenden? Ja, gleich, oder? Wenn ich jetzt noch den hier rankriegen könnte, von der Seite, ne? Wird nichts, ne? Will. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen schnieken Tunnel gegraben. Ja. Nö, nee, dann muss das so reichen. Da komme ich hier gar nicht mehr raus, oder? Was mir schon mal sehr gut gefällt. Ah doch, so. Geht das. Müssen wir in die Hockup gehen. Mach ich den vielleicht da noch hin? Deine Fähigkeit Athletik ist jetzt auf Level 12. Schön. Ja. Freue ich mich. Sehr gut. So, na gut, dann komme ich mal wieder rein und dann können wir ja die Aufnahme beenden. Hier langsam aber sicher. Ja, nee, also das sieht echt sehr gut aus. Hier kommen so schnell kein, also sollte eigentlich so schnell kein Zombie durchkommen. Ich hoffe. Das ist echt gut. Wir sind schon mal besser gewappnet als beim letzten Mal, wo die kamen. Das aber sieht gut. Vielleicht ein bisschen schäbig aus, aber naja, gut. Aber gut, die kommen ja eh durch Wände. Deswegen ist halt schwierig. Ich glaube schon, dass sie dann eine andere Stelle versuchen, ne? Werden vom Haus, aber. Na, ich denke, die können lernen. Ich weiß es nicht. Na, mal sehen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei einer neuen auf 7 Days to Die. Ja, bis später, ne, Peter? Bis dann, tschüss! Ciao!